بسم الله الرحمن الرحيم. فاميليا الباتري مسلمische Playmobil-Familie. Ramadan Mubarak, ihr Lieben! Ramadan! Wir wünschen euch einen gesegneten Ramadan. Wir freuen uns, dass ihr bei uns seid. Ismail. Fatima. Maimuna. Khadija, die Mama. Ibrahim, der Papa. Assalamu alaikum. Viel Spaß bei unserer Geschichte. Ramadan Mubarak, ihr Lieben. Bismillah. Das Ramadan-Quiz. Ramadan-Spezialfolge. Jetzt im Ramadan treffen die Mädels und ich uns täglich in der Moschee. Es war so schön heute. Ja, was habt ihr denn gemacht? Wir haben eine Fragerunde rund um den Ramadan gemacht. Das war richtig toll. Das ist wirklich eine schöne Idee. Das hat ja bestimmt Spaß gemacht. So etwas würde ich auch gern mal machen. Mama? Ja, was ist denn, Fatima? Die Fragerunde heute in der Moschee war eine tolle Idee, Masha'Allah. Ich glaube, das hätte Ismail auch gerne gemacht. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Da könnte ich ja etwas Besonderes für ihn vorbereiten. Heute Nachmittag wollten auch noch seine beiden Freunde vorbeikommen. Yusuf und Hamza sind jetzt da. Wir gehen ein bisschen im Garten spielen, ja? Nein, heute geht ihr mal nicht im Garten spielen. Was? Aber es ist doch so schönes Wetter. Ihr könnt schon rausgehen, aber ich habe da noch eine Überraschung für euch. Eine Überraschung? Das ist ja toll. Für euch habe ich heute ein Ramadan-Quiz vorbereitet. Ein Quiz? Toll! So etwas wie ein Ratespiel? Genau. Und zwar kein normales. Eines in Form einer Schnitzeljagd. Danke, Mama. Wie lieb von dir. Toll. Wie funktioniert das? Was müssen wir machen? Also, passt auf. Ihr bekommt Fragen zum Thema Ramadan. Denn es ist ja ein Ramadan-Quiz. Diese Fragen sind jedoch versteckt. Immer wenn ihr eine Frage richtig beantwortet, gibt euch diese einen Hinweis, wo ihr die nächste Frage findet. Alles klar. Das ist ja super. Können wir direkt anfangen? Ich bin schon so aufgeregt. Hier ist eure erste Frage. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's. Bismillah. Los, lies vor, Yusuf. Woran erkennt man den Beginn des Monats Ramadan? Das weiß ich, an der Sichtung des Neumonds. Wo könnten wir da denn nach dem nächsten Hinweis suchen? Man sieht doch gar keinen Mond. Schwierig. Aber woher weiß man denn, dass es Neumond ist? Naja, es gibt Berechnungen. Oder man schaut nach oben in den Himmel. Nach oben? Oben! Vielleicht müssen wir irgendwo hochsteigen. Ah, jetzt weiß ich. Das muss unser Baumhaus sein. Lasst uns da suchen gehen. Oh ja, los geht's. Ab zum Baumhaus. Ich bin schon auf die nächste Frage gespannt. Wir müssen jetzt hochklettern. Inshallah ist da auch der nächste Hinweis versteckt. Na, wo bleibt ihr denn? Ich sehe hier schon etwas. Schaut mal. Da liegen hier kleine Monde. Subhanallah. Das ist bestimmt unser Hinweis. Passt ja auch zum Ramadan. Hier steht die nächste Quizfrage. Hört zu. Was dürfen die Erwachsenen tagsüber im Ramadan nicht tun? Essen und trinken. Vielleicht ist der nächste Hinweis dort, wo es Essen und Trinken gibt. Wo gibt es denn Essen und Trinken? In der Küche bestimmt. Ja, das könnte sein. Los, schauen wir nach. Wir haben überall gesucht. Hier ist kein Hinweis. Überlegen wir noch einmal. Vielleicht gibt es ja noch eine andere Lösung. Vielleicht im Supermarkt. Da kauft man doch Lebensmittel. Masha'Allah, das ist eine gute Idee, Yusuf. Ab geht's zum Supermarkt. Schau mal, Hamza. Ist da hinten im Regal etwas? Nein.
Lasst uns weitersuchen. Ist hier etwas? Wie sieht es da aus? Hier, ich habe die Monde gesehen. Sehr gut, das ist die nächste Frage. Das war ja ganz schön schwierig. Ich kann die Schrift nicht lesen. Ismail, lies du mal vor. Der wievielte Monat im islamischen Kalender ist der heilige Monat Ramadan. Nehmt diese Zahl mal 100 und lauft so viele Meter die Straße runter. Der Monat Ramadan ist der 9., glaube ich. Ja, das stimmt. Die richtige Antwort ist also 9. 9 mal 100 sind gleich 900. Also Jungs, 900 Meter die Straße runter. Los! Wir machen sehr große Schritte. Ein großer Schritt ist ein Meter. So können wir es genau zählen. 899, 900, wir sind da. Jetzt sind wir ja vor der Moschee angekommen. Da vorne. Schaut mal, die Monde schon wieder. Du kannst jetzt vorlesen, Yusuf. Wie viele Tage geht der Ramadan? 29 oder 30 Tage. Ja, das glaube ich auch. Das ist ja nicht immer gleich. Es kommt ganz auf die Mondsichtung an, wann der nächste Monat anfängt. Und was steht da noch? So viele Sekunden Galopp müsst ihr reiten. Also 29 bis 30 Sekunden. Das Pferd weist euch die Richtung. Das Pferd weist euch die Richtung? Wenn ich Bark loslasse, ohne ihm die Richtung vorzuweisen? Dann läuft er ja einfach nach Hause. Ob das wirklich richtig ist? Das steht doch aber auf dem Zettel. Lass es uns ausprobieren. Okay, los geht's, Bark. Galopp! Du darfst hinlaufen, wo du willst. Kommt schnell hinterher, es geht los. Und stoppt die Zeit. 29 oder 30 Sekunden. Das war ja ein schneller Ritt. Jetzt sind wir ja wieder zu Hause in Barchs Stall. Na, dann müssen wir jetzt den Stallboden absuchen. Wo kann die nächste Frage nur sein? Suchen wir erst einmal im Heu. Ich glaube, da ist etwas. Da liegen wieder die Monde. Schnell, Ismail, heb die Frage auf. Hier ist die nächste Frage. In welchem Moment wird das Fasten gebrochen? Wenn der Adhan ist, der für das Maghrib-Gebet. Genau, zum Sonnenuntergang. Sonnenuntergang? Vielleicht müssen wir Richtung Sonnenuntergang weitersuchen. In welcher Richtung geht die Sonne denn unter? Wisst ihr das? Ja, im Westen. Ich habe sogar meinen Kompass dabei. Den hat mir mein Opa geschenkt. Wow, toll. Zeig mal her. Da ist Norden. Das heißt, Richtung Sonnenuntergang, also Westen, geht es in die Richtung. Dann gehen wir einfach Richtung Westen und halten die Augen offen. Na, das sieht doch ganz danach aus, als hätten die drei eine Menge Spaß, Alhamdulillah. Da liegen wieder die Monde auf dem Boden. Los, kommt alle mit, da ist es. Jetzt kannst du wieder die Frage lesen, Ismail. Also, hört zu. Womit bricht man sein Fasten? Mit einer Dattel. Datteln? Aber hier gibt es keine Dattelpalmen. Oder man nimmt Wasser, wenn man keine Datteln hat. Das geht auch. Vielleicht ist die nächste Frage dort, wo es Wasser gibt. Habt ihr vielleicht einen Brunnen oder eine Wasserstelle hier in der Nähe? Ja, das meint deine Mutter sicher. Ich glaube, wir haben hier gar keinen Brunnen. Aber ja, subhanallah. Jetzt weiß ich, was gemeint ist. Unser See, der ist auf einer Lichtung. Das ist ein Platz, wo sehr viel Wasser ist. Kommt, ich zeige euch den Weg. Na dann schauen wir uns mal um. Wo könnte Mama die nächste Frage versteckt haben? Lasst uns doch mal da hinten in den Büschen nachschauen. Ja, gute Idee. Lasst uns da suchen. Das ist keine Frage. Das ist ja noch viel besser.
Da ist eine Schatzkiste. Die ist bestimmt für uns. Eine richtige Schatzkiste. Ja, ein Schatz. Gepriesen sei Allah. Los, los. Machen wir die Schatzkiste auf. Ich bin so gespannt, was da drin ist. Schaut mal, kleine Tütchen mit Datteln. Das ist aber eine tolle Idee. Das passt ja richtig gut zum Ramadan. Wartet, hier unten ist noch etwas. Für jeden von uns ist hier noch eine Teilnehmerurkunde drin. Das ist ja schön. Die hebe ich mir ganz besonders gut auf. Als Erinnerung. Na, ihr drei? Wie ich sehe, habt ihr die Schnitzeljagd erfolgreich beendet. Ja, es hat uns solchen Spaß gemacht. Ja, danke, es war toll. Dankeschön. Hier habe ich frische Milch, Obst, Datteln und ein paar Nüsse für euch vorbereitet. Nach der ganzen Anstrengung könnt ihr euch erst einmal stärken. Das machen wir, Barakallahu Fiki. Als Schatz habe ich mir extra Datteln für euch ausgesucht. Passend zum Ramadan. Und wenn ihr mögt, könnt ihr sie ja gerne zum Fastenbrechen verteilen. Das ist eine sehr gute Idee, Mama. Das machen wir, inshallah. Danke für dieses tolle Ramadan-Quiz für uns kleine Muslime. Das ganze Rätseln hat so einen Spaß gemacht, alhamdulillah. Die Schnitzeljagd, die Mama für uns vorbereitet hat, ist wirklich toll gewesen. Macht doch auch mal einen Ramadan-Quiz. Es macht riesen Spaß, sage ich euch. Sura al-Baqarah, aus dem Vers 185. Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt wurde. Und als klarer Beweis der Rechtleitung und der Unterscheidung. Der Datteldieb. Ramadan Spezialfolge. Subhanallah, ich habe 5 Kilogramm Datteln gewonnen. Das war der Hauptpreis bei dem letzten Bogenschießwettbewerb. Das sind so Kari-Datteln. Die sind richtig süß. Aber so viele Datteln, die können wir doch gar nicht alleine aufessen. Was könnte ich denn damit machen? Aber man muss Datteln ja nicht nur pur essen. Man kann sie auch verarbeiten, wie zum Beispiel in Shakes oder Kuchen. Ja, das ist es. Ismail und ich haben doch letztens so einen leckeren Dattelshake für Oma und Opa zum Suhoor gemacht. Oma und Opa hat der Shake sehr gut geschmeckt. Alhamdulillah. Ich habe eine Idee. Jetzt im Ramadan gibt es doch diese Kinderaktion auf der Moscheewiese. Alle Kinder, die möchten, bieten an Ständen verschiedene Dinge an. Wie zum Beispiel Kuchen, selbstgebastelte Ramadan-Dekoration und vieles mehr. Ich wollte auch so gerne mitmachen, aber ich hatte noch keine Idee. Aber jetzt mit dem Dattelgewinn könnte ich doch Shakes machen und diese an meinem eigenen Stand verteilen. So haben alle etwas von den leckeren Datteln. Na, dann gehe ich mal alles vorbereiten. Ich muss meine Datteln noch wiegen, damit ich später genau noch berechnen kann, wie viele Zutaten ich für die Shakes brauche. 4950 Gramm? Das sind ja aber nicht ganz 5 Kilo. Wo sind denn die 50 Gramm hin? Naja, vielleicht ist die Waage nicht so genau. Wisst ihr was, ihr Lieben? Hier habe ich mir schon eine Liste gemacht, damit ich genau weiß, wie ich vorgehen muss. Zuerst möchte ich mich noch zu dem Thema Datteln belesen, inshallah. Bismillah. Es sind über 200 Dattelsorten bekannt. Subhanallah, so viele. Ich habe immer gedacht, dass es nur eine Art von Datteln gibt. Datteln sollen die Menschen schon von über tausenden von Jahren gegessen haben. Damit ist die Dattelpalme eine der ältesten Kulturpflanzen. Masha'Allah, wie spannend. Das ist aber interessant, das wusste ich noch gar nicht. Jetzt möchte ich einkaufen gehen, inshallah. Ich habe mir schon eine Einkaufsliste geschrieben. Ismail, könntest du vielleicht hier draußen auf meine Datteln aufpassen? Ich möchte kurz einkaufen gehen. Ich bin bald zurück, inshallah.
Ja, gerne. Ich lese einfach hier draußen weiter. Barakallahu fiek. Bis später. Jetzt nehme ich noch ein paar Bananen mit. Die brauche ich für mein Rezept. Etwas Kakaopulver. Wo stehen denn hier die Nüsse? Zucker, den brauche ich nicht. Für meine Shakes benutze ich nur die natürliche Süße von den Datteln. Das ist viel gesünder. Es ist so gemütlich hier. Alhamdulillah. Assalamu alaikum, Ismail. Wa alaikum assalam. Ich bin wieder da. Danke fürs Aufpassen. Ist alles in Ordnung? Ja, es war sehr ruhig. Ich habe mir jetzt einen kleinen Tisch nach draußen geholt. Heute ist so schönes Wetter. Tabarakallah. Da kann ich die Dattelshakes hier draußen vorbereiten. Hier habe ich frisch gemolkene Milch von unserer Kubaraka. Das ist die Flüssigzutat für mein Rezept. Maimuna auch helfen. Ups, Bananen runtergefallen. Kein Problem, Maimuna. Die sammeln wir schnell auf. Du kannst mir gerne helfen. Zuerst schälen wir die Bananen. Bismillah. Ja. Ich bin fertig und habe gerade alles zusammengepackt. Mama und Maimuna bringen mich jetzt zu dem Moscheeplatz. Da kann ich schon mal meinen Stand aufbauen. Beim Einpacken vorhin kam mir die Dattelkiste irgendwie leichter vor als am Anfang. Ich habe das Gefühl, es fehlen Datteln. Ist euch vielleicht aufgefallen, wie das passiert ist? Passt unbedingt mit auf. Auf dem Weg zur Moscheewiese. Wusstest du, Mama? Pro Palme werden jährlich fast 150 Kilo Datteln geerntet. Das ist mein Stand. Ist er nicht hübsch, Masha'Allah? Jetzt kann ich auf die Leute warten. Viele kommen noch vor dem Iftar an den Ständen der Kinder vorbei. Assalamu alaikum, Fatima. Wa alaikum assalam. Ich möchte unbedingt einen Dattelshake von dir probieren. Mixst du mir einen zusammen? Das mache ich gerne. Die Shakes gibt es umsonst. Die Datteln habe ich auch gewonnen. Deswegen möchte ich davon gerne etwas weitergeben. Zuerst kommen die Datteln. Dann die Banane. Und etwas Milch. Lecker. Masha'Allah. Der schmeckt wirklich gut. Datteln sind so tolle Früchte. Wusstest du, dass Allah die Datteln sogar im Koran erwähnt hat? Sogar an mehreren Stellen. Wirklich? Erzähl mal. Kennst du den Vers 25? In Sure 19, Maryam. Der geht so. Und schüttle zu dir den Palmstamm. So lässt er frische, reife Datteln auf dich herabfallen. Das werde ich mir merken. Ich wünsche dir noch ein schönes Iftar mit deiner Familie. Barakallahu fiki. Das wünsche ich dir auch. 4, 6, 8 Datteln. Die brauche ich gleich für den nächsten Shake. Fatima, kommst du mal kurz? Ja, Mama, ich komme. Ich hatte hier doch gerade 8 Datteln auf den Teller gelegt. Da bin ich mir ganz sicher. Und jetzt fehlt die Hälfte. Subhanallah, wie ist das möglich? Mal schauen, ist hier etwas runtergefallen? Nein. Habt ihr vielleicht etwas bemerkt? Wenn ja, dann sagt mir doch beim nächsten Mal Bescheid. Ruft ganz laut, falls einer meine Datteln klaut. Die Datteln können ja nicht von alleine weglaufen. Vielleicht gibt's hier einen Datteldieb. Was ist los? Der Datteldieb ist da?
Wo denn? Ich sehe nichts. Danke für den Dattelshake. Der ist wirklich sehr lecker, Alhamdulillah. Das freut mich, denn er ist ja auch sehr gesund, Masha'Allah. Es läuft gut. Ich habe schon ganz viele Shakes verteilt. Wusstet ihr schon? Datteln haben viele gute Nährstoffe. Deshalb helfen sie gegen viele Krankheiten. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ich habe gehört, dass es hier ganz leckere Dattelshakes geben soll. Da wollte ich mir einen fürs Iftar mitnehmen. Ja, gern. Hier, ich gebe Ihnen auch noch eine Dattel fürs Fastenbrechen mit. Na, Fatima, wie läuft es denn mit deinem Ramadan-Stand? Mit dem Stand läuft es gut, Masha'Allah. Ich habe schon viel verteilen können, Alhamdulillah. Aber ich glaube, hier gibt es einen Datteldieb. Ein Datteldieb? Hier? Wie kommst du denn darauf? Es verschwinden die ganze Zeit Datteln. Und ich bin mir sicher, dass ich sie nicht benutzt habe. Subhanallah, ich sehe nie, wie sie verschwinden. Aber trotzdem verschwinden immer wieder welche. Eigenartig. Aber jetzt musst du erst einmal zusammenräumen. Wir brechen bald unser Fasten. Ich helfe dir. Alles drin. Danke, Papa. Aber was ist denn das? Hier in den Korb? Das ist ja eine angeknabberte Dattel. Die Zahnabdrücke sind aber klein. Wer kann das gewesen sein? Was sagt ihr? Da ist wieder jemand? Wo denn? Ha! Hab ich dich! Aber das ist ja ein Eichhörnchen. Oder besser gesagt zwei Eichhörnchen. Das heißt ja, ihr habt euch die ganze Zeit die Datteln stibitzt. Die Eichhörnchen sind der Datteldieb. Da haben wir deinen Datteldieb, subhanallah. Eichhörnchen sind sehr schnell, mashallah. So schnell konntest du wahrscheinlich gar nicht gucken, wie die beiden sich die Datteln gemopst haben. Na, ihr seid ihr niedliche Datteldiebe. Aber da ich die Datteln ja eher als Sadaka spenden wollte, dürft ihr euch natürlich gerne bedienen. Das sind Vers 34 und 35 aus Sure 36, Yasin. Und wir haben auf ihr Gärten mit Dattelpalmen und Beeren angelegt. Und wir ließen Quellen aus ihr entspringen, damit sie von ihren Früchten essen. Und ihre Hände schufen sie nicht. Wollen sie da nicht dankbar sein? Nachts in der Küche. Ramadan Spezialfolge. Alhamdulillah. Schön, dass wir heute alle zusammen Iftar gegessen haben. Das Essen war sehr lecker. Barakallahu fikum. Das stimmt. Ich liebe deinen Kartoffelauflauf, Mama. Darauf habe ich mich schon den ganzen Fastentag lang gefreut. Essen lecker. Ihr habt doch alle gefastet. Genau. Fatima und ich räumen den Tisch ab, damit ihr euch noch ein bisschen ausruhen könnt. Das ist wirklich nett von euch. Dankeschön. Opa, erzählen. Ja, Maimuna, wenn du möchtest, erzähle ich dir etwas. Schlange. Du meinst, als Allah ein Wunder geschehen lassen hat? Mit dem Propheten Musa, als der Stock sich in eine Schlange verwandelt hat. Also, hör zu. Was habt ihr denn heute so Schönes gemacht? Wir haben heute zu dritt im Garten gespielt und ich habe einen neuen Brief von meinem Brieffreund bekommen. Ich habe heute Pfeil- und Bogenschießen trainiert. Sehr schön, Alhamdulillah. Eine Stunde später. Ibrahim, ich denke, wir machen uns bald auf den Nachhauseweg. Es ist schon ganz schön spät geworden. Ja, alles klar. Dann machen wir uns schon langsam fertig. Jetzt sind ja Fatima und Ismail eingeschlafen. Es war ja auch ein langer Tag und es ist auch schon ganz schön spät geworden.
Weißt du was, Khadija? Lass sie doch heute hier bei uns schlafen. Dann müsst ihr die beiden nicht aufwecken. Sie schlafen doch so friedlich. Genau, lasst sie hier bei uns übernachten. Ja, dann machen wir es so. Das ist eine gute Idee. Wir gehen jetzt nach Hause, inshallah. Es war ein sehr schöner Abend mit euch. Das finden wir auch. Schlaft gut. Dann decke ich die beiden mal zu, dass sie es schön kuschelig warm haben. Möge Allah euch schöne Träume schenken. Na dann, lasst uns jetzt auch schlafen gehen. Mitten in der Nacht. Aber wo sind wir? Ismail, was ist passiert? Was? Wer? Wo? Hä? Das ist doch gar nicht mein Bett. Wir sind bei Oma und Opa auf der Couch. Im Wohnzimmer. Wir müssen wohl eingeschlafen sein. Bestimmt haben uns die Erwachsenen dann einfach hier schlafen lassen. Ja, so war's bestimmt. Wie spät ist es denn überhaupt? Nur noch 2 Stunden bis zum Fajr. Bis zum Morgengebet? Dann ist es ja schon fast morgens. Weißt du was, Ismail? Was denn? Wir können Oma und Opa etwas Gutes tun, inshallah. Wir bereiten ihnen ein schönes Suhoor vor. Das machen wir. Sie haben ja schon gestern das Abendessen für uns gekocht. Ja, du hast recht. Oma und Opa sind ja auch schon etwas älter. Da kann das Fasten ab und zu etwas anstrengend sein. Los geht's. Ab in die Küche. Wir müssen ganz leise sein. Oma und Opa schlafen ja noch. Ja, nicht, dass sie aufwachen. Es soll ja eine Überraschung werden. Schleichen wir uns in die Küche. Die Diele knackst aber laut. Ich glaube, sie haben nichts gehört. Warte, ich mache Licht. Nein, kein Licht. Das ist zu hell. Warte, wir nehmen Opas Taschenlampe. Gute Idee. Jetzt können wir genug sehen. Am besten ist es, wir überlegen zuerst, was wir alles vorbereiten wollen. Genau. Also, wir müssen auf jeden Fall darauf achten, dass Oma und Opa viele gute Nährstoffe zu sich nehmen. Damit sie inshallah gestärkt durch den Fastentag kommen. Das hat Mama mir erklärt. Wir könnten einen gesunden Dattelshake mit Bananen machen. Den mixe ich natürlich erst, wenn Oma und Opa wach sind, sonst ist es zu laut. Die beiden Früchte geben viel Energie. Ja, das ist gut. Und dann machen wir auch noch einen Obstsalat für die Vitamine. Wir brauchen auch noch ein bisschen Gemüse. Lass uns noch etwas Paprika, Gurken und so etwas aufschneiden. Guck mal, Oma hat hier auch noch eine Wassermelone. Die spendet auch viel Flüssigkeit und eignet sich besonders gut vor einem langen Fastentag. Und ein paar Vollkornbrote mit Käse und Spiegelei. Zum Nachtisch gibt es Joghurt mit Blaubeeren und Müsli drauf. Das ist ein guter Plan. Lass uns anfangen. Bismillah. Was würdet ihr zum Suhoor essen, wenn ihr aufwacht? Habt ihr da vielleicht eine Idee? Dann schreibt sie uns unbedingt in die Kommentare. Hier auf YouTube oder Instagram. Ich bekomme schon richtig Appetit. Was war das für ein Geräusch? Kommt da etwa jemand? Nein, nein, das war nur eine Eule, die draußen vor dem Fenster vorbeigeflogen ist. Wir haben ja noch Spiegeleier von gestern. Die kann man ja kalt auch gut essen. Ich hole sie schon einmal aus der Pfanne. Ich belege schon einmal die Vollkornbrote mit dem Ei. Wo stehen denn die großen Teller? Da hinten, in dem Schrank. Jetzt schneide ich das Brot. Für den Obstsalat brauche ich natürlich Obst. So, alles in kleine Stücke schneiden. Eine Gabel? Ach Quatsch, ich wollte doch das Messer nehmen. Ismail, ich brauche ein wenig mehr Licht hier. Ich muss versuchen, ganz leise zu schneiden. Als nächstes schäle ich die Orange. Lecker. Noch ein bisschen Gemüse schneiden. Das wird Oma und Opa bestimmt gut schmecken.
Jetzt bereite ich die Zutaten für den Dattelshake vor. Ich hole jetzt den Joghurt aus dem Kühlschrank. So, mal sehen. Ah, da ist er ja. Wir kommen sehr gut voran. Der Shake muss nachher nur noch gemixt werden. Wir haben noch eine halbe Stunde, bis wir Oma und Opa wecken können. Meinst du, wir können schon den Tisch decken? Aua, jetzt bin ich hier mit dem Fuß gegengestoßen. Ich drehe die Taschenlampe etwas her, dann können wir besser sehen. Ja, ich denke, wir können schon den Tisch decken. Dann ist schon alles bereit, inshallah. Ups, mir ist der Topfdeckel runtergefallen. Das war aber ganz schön laut. Ich hoffe, Oma und Opa schlafen noch. Ismail, du musst besser aufpassen. Ja, tut mir leid. Was war das? Hast du das gehört? Kommt da etwa jemand? Nein, unsere schöne Überraschung. Die Tür knackst. Wer ist da? Oma? Opa? Die Tür geht auf, aber niemand ist da. Ismail, subhanallah. Allah beschütze uns. Ach, das ist ja nur die Katze. Da hätten wir uns ja gar nicht erschrecken müssen. Na, hast du uns in der Küche gehört und wolltest gucken, was wir hier so machen? Ich glaube, sie hat Hunger. Du brauchst hier kein Suhoor zu essen. Katzen müssen ja nicht fasten. Ich glaube, das sieht sie anders. Komm mit, ich gebe dir etwas zu essen. Stopp! Ich möchte euch noch kurz etwas sagen. Mögt ihr unsere Videos? Dann schaut unbedingt noch einmal nach, ob ihr schon unseren Kanal abonniert habt. Denn wenn ihr unseren Kanal abonniert und uns einen Daumen nach oben gebt, zeigt YouTube unsere Videos auch anderen Kindern an, die unsere Folgen auch gerne anschauen würden. So helft ihr ihnen, unsere Geschichten zu finden, wenn sie sie noch nicht kennen. Das ist eine kleine Sadaqa. Barakallahu fikum. Weiter geht's. Jetzt decken wir den Tisch. Wir können noch schöne Blumen dazustellen. Und wenn Oma und Opa dann da sind, dann kann Opa bestimmt noch ein paar Kerzen anzünden. Ja, das ist gemütlich. Jetzt lass uns Oma und Opa aufwecken. Das sieht aber sehr lecker aus. Habt ihr etwa unser Suhoor vorbereitet? Das ist aber lieb von euch. Barakallahu fikum. Wir wollten euch etwas Gutes tun. Inshallah schmeckt es euch. Aber ja, ihr habt so viele leckere und gesunde Sachen vorbereitet. Da kommen wir inshallah gut durch den Fastentag. Nachts Frühstück zu essen, ist ja aber auch mal ganz spannend. Genau. In der Sure Al-Baqarah, im Vers 187, sagt Allah folgendes. Das ist natürlich nur die ungefähre Übersetzung auf Deutsch. Bismillahirrahmanirrahim. Esst und trinkt, bis sich in der Morgendämmerung der weiße Faden vom schwarzen Faden unterscheidet. Es war wirklich sehr schön. Da wart ihr ja ganz schön fleißig, heute Nacht in der Küche. Möge Allah euch beiden viele Hasanat für diese Tat geben. Na, hat euch diese Geschichte gefallen? Dann zeigt es uns mit einem Daumen nach oben. Oma und Opa haben sich sehr gefreut. Wenn man kann, sollte man den älteren Menschen immer eine Freude bereiten und sie ehren und achten. Tschüss! Salam!